heute, da wird es magisch. Freuen Sie sich auf die nächste Stunde, denn Johanna Lux ist zu uns gekommen. Hallo. Zauberkünstlerin. Du wirst uns wahrscheinlich mal wieder keine Tricks verraten, aber auf keinen Fall. Du wirst uns mal wieder verblüffen mit dem einen oder anderen Trick, den du vorführen wirst. Ich freue mich sehr darauf, aber nicht nur du bist heute zu Gast, sondern wir werden auch einen Blick in die Sterne werfen. Das heißt, in dein ganz persönliches Horoskop, und das macht Michael Allgeier besonders gerne, nämlich den Gästen vielleicht ein bisschen sagen, was auf sie zukommen wird, denn du kannst es gleich bestätigen oder vielleicht auch revidieren, man weiß es nicht. Aber das ist auch noch nicht alles, sondern ein neues Gesicht darf ich Ihnen heute hier bei Astro TV präsentieren. Christian Scheurer ist zu uns gekommen, jetzt gerade bei uns im Leichter Lebensstudio, aber er hat vorhin schon gesagt, ein bisschen nervös bin ich heute schon, aber die Nervosität, die wird wahrscheinlich später noch ein bisschen mehr geschürt werden, denn da geht er alleine auf Sendung. Heute Abend geht's los, da startet ein neues Format hier bei Astro TV. Kompass nennt sich dieses Format. Ja. Und deswegen, Christian, musst du uns heute natürlich ein klein wenig davon erzählen, um was es in diesem Format geht, wer du bist, was du tust. Fang an. Wo fangen wir an? Ja, danke dir. Das Kompass, Kompass ist ein Format, da wollen wir den Leuten die Chance geben, anzurufen, wo drückt der Schuh, welche Themen haben sie. Dann werde ich mit den Leuten sprechen. Wir werden eine Lösung erarbeiten, aber vor allen Dingen werden wir auch zeigen, warum passiert es. Also ich werde den Zuhörern sagen, Zuschauern mitteilen, warum etwas passiert ist. Denn nichts passiert ohne Grund. Durch unsere Glaubenssätze, durch die Glaubensbilder, die wir in uns tragen, im Unterbewusstsein wird es ausgestrahlt. Und ich werde den Leuten hoffentlich das Richtige an die Hand geben, dass sie wissen, warum es passiert. Denn wenn du weißt, warum was passiert, kannst du es ändern. Es ist ja so, dass viele Menschen ähnliche Probleme haben, ja, und eigentlich nur den richtigen Ratschlag brauchen. Das heißt, heute macht es Sinn, anzurufen natürlich, wenn man, ja, in einer Lebenskrise, in einer Sinnkrise steckt. Aber es macht mit Sicherheit auch Sinn, zuzuhören. Denn gerade durchs Zuhören erfährt man natürlich auch ganz viel. Und ich glaube, das ist auch das Prinzip von Kompass, nämlich, dass ihr euch ein bisschen mehr Zeit nehmt. Ne? Das also ist richtig, in, ja, die Tiefe auch wirklich geht. Wir haben 10, 15 Minuten Zeit, so ungefähr. Kann auch mal länger sein. Ich nehme mir richtig Zeit für die Zuhörer, für die Anrufer und kläre mit ihnen, warum es passiert ist. Warum haben sie das Thema? Und wenn du weißt, warum etwas passiert ist, dann kannst du es ändern. Mhm. Du bist nicht mehr ausgeliefert. Du hast auf einmal Perspektive. Du hast eine Chance. Du kannst strahlen. Und dann bekommen die Zuschauer auch gesagt, was sie tun können. Also die, ich nenne die Passiven, die zuhören, was sie tun können, damit ihr Leben angenehmer verläuft. Dass ich nicht nur mit Schwierigkeiten beschäftige, sondern mit Lösungen. Mhm. Ja, Herz- und Gehirnforschung ist das Thema. Genau, ich wollte gerade sagen, du arbeitest nämlich auch mit einer ganz eigenen Art, die man heute vielleicht zum ersten Mal so präsentiert bekommt. Denn du benutzt keine Hilfsmittel dem Sinn, sondern du brauchst wirklich nur die Geschichten, um die Menschen zu fühlen, zu spüren. Oder was machst du da? Ich brauche genau genommen die Stimme. Da nehme ich, weiß nicht warum, nehme ich das wahr, was an Glaubenssätzen und Bilder im Unterbewusstsein in den Einzelmenschen gespeichert ist, was sie jede Nacht ausstrahlen. Übrigens, das kann man wissenschaftlich nachvollziehen, dass jeder Mensch etwas ausstrahlt. Das Interessante ist, dass ich es wahrnehme und kann dann dem Anrufer sagen, welcher Glaubenssatz wirkt, warum ist es passiert. So sollte es zumindest sein. Mhm. Und die Zuschauer, die können mitschreiben, weil da lernen sie was. Sie kriegen etwas an die Hand, dass sie damit am nächsten Tag agieren können. Es ist im Endeffekt eine Motivationsstunde, beziehungsweise zwei Motivationsstunden. Ja. Es ist eine Sendung, wo natürlich auch wirklich Hilfe angeboten wird. Und das ist ja auch dein Alltag. Das heißt, du bist normalerweise auch auf der Bühne zu Hause. Das heißt, du motivierst Menschen, du nimmst, ja, sie an die Hand. Und es funktioniert im Kleinen wie im Großen. Absolut. Ich habe Manager, genauso wie die Hausfrau. Ich habe Angestellte wie Selbstständige. Und es macht tierisch Spaß. Der Unterschied ist allerdings, dass ich jetzt eine Kamera vor mir habe. Normal habe ich Leute, für die ich aber das andere Seite... Die vergisst du ganz schnell. Ja. Das ist wie ein Big Brother Haus. Am Anfang sind sie noch alle in irgendeiner Form zahm, aber nach den ersten paar Minuten hast du es vergessen. Und dann bist du, ja, da und dann bist du auch für die Zuschauer. Aber weißt du, ich freue mich tierisch. Und vielleicht noch zum Begriff Kompass. Kompass ist eine Nordausrichtung. Egal, wo du läufst auf der Erde, er zeigt immer nach Norden. Und das Ziel soll es sein, jedem Anrufer eine Perspektive zu geben, dass er sagt, wow, das war toll, das hat sich gelohnt, ich weiß jetzt, wo mein Weg hingeht, ich habe Hilfe. Mhm. Es ist nichts Schlimmeres im Leben, als wenn ich eine Perspektivlosigkeit habe, aber es gibt keine Zufälle, das mache ich seit über 10 Jahren
Und heute präsentieren wir es live vor dem Publikum. Dass du dich mit der Spiritualität schon viel länger auseinandersetzt, dass du ja schon auch weißt, was du tust, das kann man nachforschen, wenn man deinen Namen sucht, wenn man einfach auf die Suche geht nach Christian Scheurer. Aber gab es bei dir auch so Momente, wo du selber in dieser Sinnkrise gesteckt hast, wo du eben selber gesagt hast, harte Frage, ja, na klar. Dadurch komme ich raus? Mit 29, 30, da rede ich nicht groß drüber, das war sehr, sehr hart. Und vor 9 Jahren wieder. Und beim zweiten Mal war es auch hart, aber da ist dann, ich sag mal, das ausgebrochen, dass ich in Menschen reinschauen kann, wahrnehmen kann. Mit 30 habe ich dann mein Musik und mein Studium, das habe ich an den Nagel gehängt. Ich war noch im Außendienst, sehr erfolgreich als Verkäufer und habe dann einen chinesischen Meister kennengelernt und habe bei ihm, ich sag mal, Feng Shui studiert, über 8 Jahre, unter anderem Körpersprache, Gesichtslesen, Umgang mit Menschen, ja. Hier sind so viele Informationen, Tiere spannen über 8 Jahre. Das habe ich dann eingesetzt, dann haben wir Häuser gebaut. Aber immer mehr war das Thema Coaching oder Gruppen, motivieren. Aber motivieren mit Substanz, das war mein Thema. Mhm. Also nicht nur oberflächlich, sondern etwas auch für den Alltag. Mhm. Etwas, wo die Leute sagen, boah, es hat sich gelohnt. Häuser gebaut, muss man vielleicht noch mal kurz erklären, denn du bist auch den Weg des Feng Shui gegangen und hast ja auch da diese Erfahrungen natürlich gesammelt, nämlich auch Energien, Blockaden loszulösen, nicht nur was einen selber anbelangt, sondern was natürlich auch das Umfeld anbelangt. Und vor allen Dingen ist es greifbar. Mhm. Ich nenne es zum Beispiel die Raumpsychologie. Wenn du heute ein Haus siehst oder wenn ich ein Haus sehe, dann weiß ich sehr genau, was da an Informationen kommt, was den Leuten passiert. Das mache ich heute noch und die sind sehr überrascht. Also Feng Shui von der Theorie in die Praxis. Das war heute und heute führe ich das weiter mit dem Individuum. Heute geht es um Kopf und Herz. Ja. Das heißt, es muss das eine nicht unbedingt ausschließen. Man kann schon auch auf beides hören, beziehungsweise man sollte wahrscheinlich auch öfters mal auf beides hören. Darf ich dir was sagen? Die innere Stimme ist viel stärker wie der Verstand. Vielleicht so ein Satz, wenn man morgens das Leben beginnt, sollte der erste Satz sein, wenn ich aufstehe. Heute erlebe ich nur Wunderbares, Schönes, Gigantisches. Denn wenn ich das sage, wird der Tag auch so sein. Und du musst wissen, das Gehirn hat nur 2 Aufgaben. Schmerz vermeiden und Lust zu gewinnen. Das Schwierige ist nur, die meisten Menschen strahlen denn die Schmerzvermeidung aus und bleiben ihrem Thema hängen. Sie leiden, aber sie ändern es nicht. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie es umdrehen, damit Sie Freude haben, dass Sie Lust gewinnen. Ja, es hat was damit zu tun, deswegen wieder Kompass, nämlich, dass man nicht nur den Norden aufsuchen muss, sondern dass man ruhig auch mal in die anderen Richtungen blicken sollte, denn die sind natürlich auch wunderbar. Also ich würde eher Richtung Süden gerne laufen. Da ist warm, da ist schön. Weil der Rom und die Ehre ist, die Sonne, ja, ich auch, ja. Aber weißt du, es ist doch gut, wenn man etwas gezeigt bekommt. Übrigens ist ein ganz neues Format hier. Wir zeigen den Leuten einen Weg. Das heißt, wir nehmen es nicht einfach wahr, was kommt morgen. Wir ändern auch die Ursachen, dass wir einen neuen Weg machen. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass wir da ein ganz neues Format kreieren. Das sollen die Zuschauer ruhig wissen. Ja, ja. Und jeder kann natürlich heute Abend zum Beispiel mitmachen. Das heißt, los geht's um 23 Uhr. 2 Stunden sitzt du dann in einem neuen Studio. Und stehe und kann mich bewegen, genau. Wie im normalen Coaching. Ja, und es ist etwas, wo man wirklich sagen kann, es ist eine Motivationsstunde für Zuschauer, die nicht unbedingt nur anrufen, sondern wirklich auch ein bisschen was erfahren wollen, ein bisschen was lernen wollen. Ja. Und deswegen sollte man heute Abend auf jeden Fall mal einschalten. 23 Uhr hier bei Astro TV. Unsere neue Sendung Kompass von und mit Christian Scheurer. Wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Und es gibt ein wunderbares Spiel, das nennt sich Zündstoß. Aha. Und wir zündeln ein klein wenig gleich miteinander. Okay. Da sind ein paar Fragen drinnen. Die kann ich nicht in der Öffentlichkeit vorlesen. Die werde ich dann überspringen. Da geht es wirklich um sexuelle da drin. Vorlieben und so weiter und so fort. Mhm. Nur für die Zuschauer, falls sie sich Zündstoff auch mal holen wollen und sich dann wundern, warum bei Leichter Leben immer nur die Schuldenfragen drangekommen sind. Die ein oder andere Frage lasse ich aus. Okay. Aber wir lernen dich dadurch ein bisschen besser kennen. Gut. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Zauberei, Magie ist etwas, was dich auch fasziniert? Immer. Immer, ne? Aber es gibt keine Zufälle. Man muss nur rausfinden, die Ursache. Ja, aber man kann gucken und man kann tun und machen, was man will. Die Begeisterung ist trotzdem nach wie vor da und man kann es sich trotzdem nicht erklären. Wir werden es heute wahrscheinlich auch nicht erklärt bekommen. Von Johanna Lux, zu der ich jetzt gleich rübergehe. Sie können aber auch heute nicht über Magie, sondern mit ein bisschen etwas selber zu tun, etwas Wunderbares bekommen, nämlich ein schönes Paket. Diese Woche zum letzten Mal stellen wir hier dieses schöne Küstenliebe-Set vor. Und da
gibt es wirklich sehr, sehr viele schöne Dinge, die darin enthalten sind. Hier ist nur ein kleiner, ein Bruchteil dessen, was Sie bekommen. Denn das der Gesamtwert dieses Pakets, der liegt bei knapp 250 Euro. Das bedeutet, wenn Sie noch gewinnen wollen, die Chance noch ergreifen wollen, dann einfach heute am besten gleich mal auf unsere Facebook-Seite gehen. Dieses Foto, das Sie hier sehen können, teilen, liken und ganz wichtig kommentieren. Denn aus all den Kommentaren werden wir nächste Woche den Gewinner rauslosen. Und vielleicht hören Sie dann schon am Montag Ihren Namen und können sich freuen und ein bisschen Seeluft schnappern. Jetzt geht es weiter mit, du hast dich schon ein bisschen vorbereitet, ja, oder? Ja, natürlich. Johanna Lux. Johanna, das Lustige ist, dass ich auch jedes Mal ein bisschen aufgeregt bin, wenn du da bist, weil ich mir immer denke, die führt mich jetzt wieder an der Nase herum. Gott sei Dank bist du keine Zauberkünstlerin, die mich jetzt zersägen will oder sonst irgendetwas, aber ein bisschen an der Nase willst du mich trotzdem. Ja, ja, aber oder? Du hattest ja gerade schon mit Christian gesprochen, es ist ja einfach, es gibt, ich sag immer, den weiblichen Typ, also das bist du. Also nur emotional, du lässt es auf dich wirken. Und ich glaube, Christian ist eher der Typ, der das gerne analytisch durchschauen möchte. Und da denkt er sich, es gibt da mit Sicherheit eine Lösung oder irgendeinen technischen Trick oder irgendwie muss es funktionieren. Aber es ist tatsächlich immer, hat ähnlich wie mit Christian viel mit Vorstellungskraft zu tun. Und ich als Zauberkünstlerin mit der Trickmagie arbeite viel mit der Vorstellungskraft von meinem Publikum. Mhm. Du trittst auf Bühnen auf, das heißt, man kann dich auch buchen. Magie ist ja etwas, was wirklich, egal ob Kindergeburtstag wahrscheinlich, bis hin zu Seniorenveranstaltungen, also, jeder lässt sich gerne doch nochmal verzaubern. Genau, das ist Zauberei ist für groß und klein. Es gibt eine gewisse Sparte von Menschen, die sind dafür auf jeden Fall zugänglicher oder die mögen das mehr. Und Kindergeburtstage, du sagst es schon, aber jetzt auch Schuleinführungen, Jugendwein, Hochzeiten, Firmenveranstaltungen. Ich zauber wirklich gerne auf Firmenveranstaltungen, weil gerade die Businessherren oder die Businessmenschen, die sind, finde ich, immer so ein bisschen steif oder trocken. Und denen geht so ein bisschen manchmal der Humor oder die Leichtigkeit im Leben verloren. Ja, aber die wollen doch bestimmt auch alles rausfinden, oder? Die gucken dir doch ganz genau auf die Finger, um dann zu sagen, dürfen ich hab's gesehen, auch. Ich hab's ja, gesehen, ja, dürfen ich hab's sie gesehen. Auch. Und natürlich, es ist irgendwie ein Trick dahinter, aber es ist natürlich die Art und Weise, wie man es vorführt. Mhm. Seit wann beschäftigst du dich mit der Zauberei? Also hobbymäßig? Hobbymäßig oder ist es jetzt eigentlich schon, seitdem ich Teenager bin, weil ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, meine Mutter ist auch Zauberkünstlerin und da bin ich sozusagen in meiner Kindheit, in meiner Jugend immer wieder in Berührung damit gekommen und Und wie gesagt, nach meinem Studium meinte sie, Johanna, jetzt, wo du Diplom-Ingenieurin bist, kannst du endlich was Richtiges lernen. Ne? Und so stehe ich heute vor dir und habe was Richtiges gelernt. Genau. Das finde ich super, das ist wirklich toll. Genau. Aber deine Mutter ist selber Zauberin. Es gibt die deutschen Meisterschaften, da werdet ihr auch in diesem Jahr nicht vertreten sein. Nein, aber hinfahren als Zuschauer. Genau, weil es auch für euch immer noch faszinierend natürlich ist, euch von den Kollegen auch verzaubern zu lassen. Ja, ja, ne? es gibt da, der Markt schläft nie. Also es entwickeln sich ständig neue Kunststücke. Also es ist... Vor 100 Jahren waren es natürlich andere Kunststücke wie heute mit Smartphone und Tablet und da schläft die Zauberei natürlich auch nicht. Ja, ich sehe schon, du guckst die ganze Zeit schon hier runter zu deinem Löffel. Erinnert mich jetzt natürlich ans Löffelverbiegen mit Uri Geller, wo man ja auch fragt, ist es jetzt mental wirklich oder ist es auch ein Trick? Man weiß es nicht, denn bei vielen hat es ja dann trotzdem auch zu Hause geklappt, dass sie tatsächlich über die Gedankenkraft einen Löffel verbiegen konnten. Genau. Wir machen es heute ein bisschen anders, aber ich zauber einfach gerne mit Alltagsgegenständen. Und ich denke, dass Christian wahrscheinlich auch einen Löffel zu Hause hat. Und der das nachmachen der wird, eine oder andere hat auf jeden Fall einen Löffel zu Hause. Ne? Ja. Aber kann man zu Hause auch mal nachprüfen. Und, ich denke mir immer, ich muss die ja immer so angucken. Dann denke ich mir immer, die halten schon, ihr haltet dann schon manchmal die Dinge so, dass ich immer das Gefühl habe, kann man da schon was erkennen? Genau, ich habe hier auf jeden Fall einen kleinen Kuvert mitgebracht. Ja? Mhm. Und ich möchte jetzt gerne mit deinen Erwartungen spielen. Weil, wie gesagt, in der Zauberei ist es ja so, dass das Publikum oder der Zuschauer immer Erwartungen hat und damit möchte ich gerne spielen, ja? Also stell dir doch jetzt einfach mal einen Löffel vor. Mhm. Ja, schaffst du? Mhm. Okay. Und jetzt? Was für eine Frage. Schaffst du das, dir einen Löffel vorzustellen? Ja, ich habe Publikum, mit denen ist es gar nicht so einfach, solche Tricks zu machen. Naja, um es dir leichter zu machen, ich habe hier... Hast du mir den noch aufgemalt? Genau. Vielen Dank. Und jetzt probiere ich sozusagen an deiner Erwartungshaltung ein bisschen, sie zu verändern, ja? Und versuch dir doch jetzt einfach mal eine Gabel vorzustellen. Ich habe damit ein bisschen gerechnet, gebe ich jetzt. Echt, ja? Ja, ja. Genau, aber...
Das Erstaunliche ist, also wir bleiben beim Löffel, ja, das ist einfach deutlicher. Also wir möchten nämlich gerne ein bisschen zaubern. Und wenn ich jetzt hier das Messer zücke, soll ich die Gabel oder den Löffel durchstechen? Was meinst du? Was ist effektvoller? Naja. Den Löffel. Du probierst mich die ganze Zeit jetzt so ein bisschen auf den Arm zu nehmen, oder? Nein, 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 das muss schon. Achtung, eins, zwei. So. Not bad. Ne? Also, so rum wäre es jetzt relativ unspektakulär, aber wenn man das Ganze so sieht. Mhm. Aber umso erstaunlicher ist es dann, wenn wir hinterher auch wieder eine Gabel rauskriegen. Ja, das ist ja normal, oder? Man braucht ja auch eine Gabel für ein Messer. Also da würde dir der Löffel ja jetzt nichts bringen. Du musst zugeben, das war dann jetzt schon direkt vor deinen Augen, ne? Wow. Ja. Darf ich das anfassen? Ja, gerne. Da ist nichts mehr drin. Genau, und so ist es einfach, das macht einfach Spaß, mit den Zuschauern zu spielen, zu arbeiten und einfach mit den Erwartungen zu spielen und dann kommt zum Schluss was ganz anderes bei raus. Das ist jetzt so ein kleiner Opener, ne? Also es folgt dann noch mehr. Es folgt noch mehr, ja, 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 ja. Aber gut. Ich habe zu viele männliche Hormone, glaube ich, in mir. Das heißt, ich muss ja auch immer eigentlich eher herausfinden, wie es geht. Ich tue immer so als hu, 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 aber in Wirklichkeit bin ich natürlich auch jemand, die es dann wissen will. Aber es gibt natürlich diesen ganz großen Kodex bei euch Zauberern, dass man Geheimnisse nicht preisgibt. Jetzt muss ich aber natürlich mal nachfragen, weil du bist ja nicht irgendwie in der Nacht plötzlich auf die Idee gekommen, ich mache jetzt aus dem Löffel eine Gabel, sondern irgendwo muss man doch auch diese Tricks erfahren. Naja, wie gesagt, ich bin Mitglied im Magischen Zirkel. Da ist, wie gesagt, bei der Aufnahmeprüfung verspricht man, dass man eben die Kunststücke bewahrt und pflegt und dass man das eben nicht verrät, weil die Zauberei lebt einfach von Geheimnissen. Und, ja, wäre auch schade eigentlich, oder? Ja, es macht nicht Spaß. Es macht sonst keinen Spaß. Und ich sage immer, Zauberei ist wie Klavierspielen. Ich weiß auch, wie man Klavier spielt. Ich kann es nicht. Ne? Aber es gibt ja bei RTL 2, habe ich von den Ehrlich Brothers gehört, gibt es den schwarzen Magier, der sich natürlich nicht traut, sein Gesicht wirklich auch öffentlich zu zeigen. Und der verrät wohl, oder ich weiß nicht, ob es das Format noch gibt, aber der hat wohl abends ganz oft diese Zaubertricks der Großen enttarnt und hat die aufgelöst. Was eigentlich ganz schade ist. Natürlich, da geht so ein bisschen Traum und Illusion geht verloren. Ja, ja. Ne? Aber ich denke, also die Zauberei lebt natürlich von den Kunststücken, aber auch einfach von dem Entertainment. Also, dass man vor Ort ist und die Leute integriert und mit denen spricht. Und das, ja, also das ist einfach das A und O. Die Ehrlich Brothers haben es wieder ganz toll, aber dann gerettet, muss man auch wirklich sagen, wer die mal gesehen hat. Ja, aber die haben eben von diesem Magier erzählt und haben dann in ihrer Show eben auch diese Zaubertricks wie der schwarze Magier entlüftet. Ah, aber es kam dann trotz alledem nochmal der anders. Große Hammer und der große Bang, nämlich dass es so, wie es entlüftet worden ist, gar nicht funktioniert hätte. Ja. Das haben die wirklich toll gemacht. Ich will von dir eigentlich gar kein Geheimnis gelüftet haben, doch wenn ich ehrlich bin schon, aber das ist trotzdem im Blick nicht irgendwie. Du kannst ja einfach mal im Magischen Zirkel vorbeikommen. Wir nehmen auch gerne immer wieder Anwärter auf, also du kannst da dich gerne auch... Also ich wäre noch nicht zu alt, um mich jetzt zur Zauberei garantiert nicht. Zur Zauberin ausbilden für Zauberei, gerade Zauberei hält auch jung. Also es gibt ganz viele ältere Zauberer, weil man natürlich... Naja, älter, also jetzt übertreibst du nicht. Nein, das hier, es gibt... ne, also du redest dich hier noch um Kopf und Kragen, ich merke das schon. Aber ob das vielleicht auch wirklich dein Temperament ist, da könnt ihr mal nachfragen. Denn wir werfen auch heute wieder den Blick in die Sterne, gemeinsam mit Michael Allgeier. Gibt es denn eine Frage, die dich wirklich interessiert, was du so gerne wissen möchtest von ihm, wenn du schon mal die Chance hast? Dann natürlich, wie es um meine berufliche Zukunft in der Zauberei steht. Ah, gucken wir mal in dein magisches Horoskop gemeinsam mit unserem Superastrologen Michael Allgeier. Ja, Blick in die Sterne.
Da, jetzt sind wir Gott sei Dank wieder da. Gemeinsam mit Michael Allgeier. Micha, heute mal wieder eigentlich das Spannendste für uns alle, nämlich der direkte Blick von jemandem, der bestätigen kann, ob du recht hast oder nicht. Es geht um die Zauberei, Micha. Und Johanna ist natürlich ganz gespannt, von dir erstmal zu erfahren, ob das der Weg ist und ob der Weg natürlich für sie auch weiterhin unter den guten Sternen steht. Ja, also das Horoskop von der Johanna, das hat mich schon fast ein bisschen verzaubert. Ich habe also selten ein Horoskop mit so vielen Stierplaneten gesehen. Das stimmt. Da ist, haben wir eine Mond-Venus-Merkur-Konjunktion, die Sonne steht drin und dann noch der Mars. Also unglaublich. Und man sagt ja, wenn der Mond und die Venus im Horoskop von Frauen im Stier steht, dann müssen die unheimlich schön sein. Ich sehe sie jetzt nicht. Ja, doch, das kann man schon sagen. Kann man schon behaupten. Eine absolut attraktive Person. Also alles andere. Erinnert eine große Hollywood-Diva, eine große Hollywood-Schauspielerin. Ich überlege gerade, mit wem wirst du oft verwechselt? Was sagt man die öfters? Das weiß ich nicht. Wir haben noch nicht so häufig. Ja, aber du hast schon sowas. Ja, Micha, du hast vollkommen recht. Entschuldige. Ja, und diese Stierplaneten, die alles andere hätte mich auch überrascht. Und diese ganzen Stierplaneten, die sind also nicht nur sinnlich, die sind sehr erdbetont, sehr natürlich, haben sehr viel mit Natur zu tun. Haben auch so, du bist ja auch ein Stier, Andrea. Ja, ich habe auch den Mond im Stier und ganz viele Stierplaneten. Ja, ja, gut, die Venus ja, nicht. Du bist ja auch eine attraktive Frau. Oh. Kann man ja auch sagen. Aber es geht nicht. Was mehr ist, darf man ja sagen. Ja. Und das passt jetzt im ersten Sinne jetzt nicht zur Zauberei. Aber gegenüber von diesen ganzen Stierplaneten steht im Skorpion der Uranus. Und der Uranus ist der Rebell, der Revoluzzer, der Comedian, übrigens auch, ja, Comedian, der Zauberer. Es ist also der Planet des Ungewöhnlichen und der steht ganz hoch am Himmel bei ihr im 10. Haus, also in diesem Berufshaus. Und insofern, ja, es ist eine gewisse Berufung auf jeden Fall. Dieser Uranus steht ihrem Mond gegenüber, also dem Frausein, dem Weiblichen. Und das heißt, dass sie auch ein sehr selbstständiger, eigenwilliger Mensch ist, der sich nicht irgendwo in einer Anstellung arbeiten will oder kann, der sehr selbstständig arbeiten muss, weil da ist ja einfach die Eigenwilligkeit zu groß. Ja. Johanna hat gerade gesagt, geflüstert, aber ich kann es laut auch sagen, weil ich würde ihr sofort widersprechen, ja, wer ist das nicht? Also es gibt genügend Leute, die diese Eigenständigkeit und dieses Leben einfach nicht leben. Deswegen, das ist schon ein Part, den du ausstrahlst, der auch in deinem Beruf natürlich wichtig ist. Also da hat Micha schon recht. Ja, und wie gesagt, so einen starken Uranus haben auch manche Comedian im Horoskop. Ja. Also, die auch mit Spaß und Witz und lustig kann ich auch sein. Ja, muss man ja auch. Also ein Zauberer, glaube ich. Das freut mich aber. Ja, ich glaube, ein Zauberer, der einfach nur zaubert, hat ja auch nicht wirklich diesen Unterhaltungseffekt. Das heißt, man will ja auch unterhalten werden. Das heißt, auf der Bühne glänzen. Optisch glänzt er auf jeden Fall. Auch das hat Michael natürlich erkannt. Und der Weg, den sie gehen wird, weil das war ja auch so deine hauptsächliche Frage auch. Was passiert so 2017 in diesem Sonnenjahr? Also ich sag mal, die Johanna ist auch eben ein sehr eigenwilliger Typ und manchmal auch sehr stur. Ja, bei so vielen Stierplaneten und dem Uranus gegenüber. Das ist schon Wahnsinn. Sie wird ihren Weg sowieso durchziehen, also so oder so gehen. Von den aktuellen Planeteneinflüssen würde ich sagen, jetzt hat sie ein Jahr vor sich oder sie befindet sich inmitten eines Jahres, in dem die Zeit sehr gut wäre, auf große Reisen zu gehen, weite Reisen zu gehen und vielleicht auch nochmal, um eigene Fortbildungen nochmal zu machen und so ganz große, gute Erfolg, berufliche Einflüsse hat sie dann 2018. Da ist der Jupiter, läuft durch ihr 10. Haus und das ist, wenn man selbstständig ist, wirklich meistens sehr, sehr gut. Es klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Wie sieht es denn so aus optisch? Ja, schön und gut, da hast du recht gehabt. Aber bei der Zauberei, da ist ja Beweglichkeit, also Fingerfertigkeit, Schnelligkeit, das spielt ja auch ein ganz großes Thema. Kann man sowas erkennen? Also das kann man wohl erkennen. Sie hat eine Mond-Uranus-Opposition. Und das sind Menschen, die
sehr schnell reagieren, die immer wieder Umbrüche im Leben haben. Das ist auch ein großes Thema übrigens in Ihrem Horoskop. Und auch berufliche Umbrüche. Und das sind schnelle Reaktionen. Das ist klassisch für schnelle Reaktionen, ja. Und Fingerfertigkeit ist natürlich, sind natürlich die ganzen Stierplaneten, die übrigens auch auf große handwerkliche Geschicklichkeit hindeuten. Ah ja. Aber es klingt gut. Also muss man wirklich sagen, es ist ja nur so ein kurzer Einblick. Die meisten der Gäste, das ist immer der einzige Fehler, den wir dann machen, wenn wir dich dazuschalten. Die wollen natürlich dann viel, viel mehr erfahren und sagen, oh Gott, jetzt hätte ich noch ein paar Fragen gehabt. Dann ist aber die Sendezeit schon wieder vorbei. Aber Micha, dir auch eine gute Zeit erstmal, aber du hast mal wieder wie immer natürlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das muss man sagen. Ja, danke, aber darum geht es ja auch gar nicht. Also sondern? Ja, ich meine, ich denke, ein Astrologe muss sich nicht immer beweisen, dass er alles und richtig du, hat. Genau, stimmt. Und du musst dich nicht beweisen, sondern du tust es einfach. Du hast immer alles richtig. Michael Algeier. Viel mehr Informationen über dich bekommt man natürlich auch im Internet. Freue mich schon wieder auf nächste Woche und bin sehr gespannt, welches Thema wir da haben. Ja, gute Sendung euch noch. Schade, dass ich nicht dabei bin. Finde ich sehr interessant, sehr spannend. Ich finde auch, du müsstest öfters mal wieder nach Berlin kommen. Ich glaube, jeder unserer Zuschauer, nicht nur die Zuschauer, sondern auch viele der Kollegen würden sich sehr freuen, dich mal wieder beruflich und privat zu sehen. Ich mache es wieder, ich würde mich auch freuen. Der Sommer, Micha, der Sommer. Komm mal zu uns, da ist Berlin auch schön. Weg vom Ammersee, hierher in die große Stadt. Das machen wir. Alles Liebe, lass dir gut gehen, bis dahin. Gute Sendung, bis danke. Dann. Tschüss. Ciao. Tschüss, servus. Magisch geht's heute zu, Sie können nämlich heute auch Magie bekommen, denn auch heute haben wir ein kleines Geschenk für Sie, da geht es um eine sehr schöne Verlosung, um ein Buch und da geht es um Magie. Und dieses Buch, das können Sie heute gewinnen, wenn Sie wie immer uns natürlich eine Frage beantworten. Wir wollen heute wissen von Ihnen. Johanna beeindruckt Ihr Publikum mit A. Aerobic-Übungen oder B. den Zaubertricks. Die richtige Lösung, die sprechen Sie auf unseren Anrufbeantworter, der aus Deutschland unter der 01379881404 zu erreichen ist, aus Österreich und der Schweiz unter der 09015019090. Einfach drauf sprechen, richtige Lösung, die heute wirklich wieder wahnsinnig schwer ist. Und dann Ihren Namen und Ihre Telefonnummer natürlich nicht vergessen, damit wir Ihnen im Gewinnfall das Buch der Magie nach Hause schicken können. Jetzt wird es auch wieder magisch mit dem intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta. Die kommt nächste Woche übrigens wieder nach Berlin. 17 Uhr am Montag geht's los. Sollten Sie auch nicht verpassen hier bei Astro TV. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. Springkopf. Du freust dich schon, oder? Du hast keine Ahnung, was jetzt passiert, aber du freust dich, weil du ein sehr, sehr offener Mensch bist. Du hast auch vor der Sendung gesagt, komm, lass doch einfach mal machen, es wird schon irgendwie gehen. Geht ja immer im Leben weiter. Aber du begeisterst dermaßen stark, da hat man gar keine Chance, wie sich zu freuen. Gar nicht wahr. Ist doch Sorge. Aber was mir bei Sprengstoff immer ganz gut gefällt, das sind Fragen, die hier beantwortet werden sollen. Das kann man im Freundeskreis spielen, man kann es im Kollegenkreis spielen. Ja. Aber es werden so ein paar Fragen vorgegeben, auf die man vielleicht gar nicht so selber kommt. Würde. Aha. Die ein oder andere ist vielleicht auch ein bisschen langweilig. Zum Beispiel, was ist dein Lieblingswochentag? Jeder Tag ist toll bei mir. Es gibt keinen Lieblingstag. Ach komm, ein Lieblingswochentag. Ich liebe den Montag genauso wie den Sonntag. Hallo, mein Hobby ist mein Job. Ich liebe das. Ich auch. Und trotzdem gibt es doch einen Tag, den man besonders gerne mag oder so, weil man Zeit mit dem. Hast du einen Lieblingswochentag? Jetzt sag du nicht auch. Nein. Ja, samstags, definitiv. Samstags, ne? Früher war es bei mir der Montag, als es da bei RTL noch Columbo gibt. Ich meine, das ist 15 Jahre her, aber ich werde es nicht vergessen. Da Montag? Wollte ich, da fand ich Montag super, wegen Columbo. Ich liebe jeden Tag. Okay, geht doch nicht. Ich habe es probiert. Verdammt. Welche Persönlichkeit ist für dich ein gutes Vorbild? Frau Merkel.
Ist für dich ein gutes Vorbild? Ja. Mutig heutzutage, das wirklich so zu sagen, aber... Ich rede so, wie mein Herz es sagt und nicht der Kopf. Finde ich super. Weil sie macht Dinge, man muss nicht immer ihrer Meinung sein, wie viele Politiker nicht, aber sie steht zu sich. Mhm. Kann ich gar nicht widersprechen. Was ist deine ekligste Angewohnheit? Meine ekligste? Habe ich das jetzt wirklich, habe ich das jetzt vorgelesen? Ich dachte nur, was findest du? Ich würde sagen, auch wenn es fancy ist. Nee, komm, lass uns das mal vielleicht wegwerfen. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das hören wollen. Das war hart. Da musst du dann in den Schuh gehen, da kriegen wir viele ekelhafte Angewohnheiten. Hier, die Frage. Welche Frage möchtest du lieber nicht beantworten? Welches ist deine ekelhafteste Angewohnheit? Das ist hier so Sex und so, das kann ich auch nicht machen. Einfach Frage. Weil ich möchte, dass heute Abend die Leute auch ehrlich zu mir sind, dürfen alle Fragen stellen. Das finde ich eine sehr interessante Frage. Okay. Kann man einem Menschen ein Leben lang treu bleiben? Ja. Wenn du ihn so angezogen hast, dass er zu dir in Anführungsstriche passt. Da muss ich jetzt noch mal nachfragen. Wenn du sagst, wenn du ihn so angezogen hast, dass er zu dir passt. Ja. Predigen wir hier immer was Falsches, dass wir sagen, wir können unseren Partner nicht ändern? Das heißt, wir können ihn gar nicht so anziehen, dass er zu uns passt, sondern nur wir können uns umziehen? Du ziehst immer nach deiner tiefen Überzeugung an, immer. Und dann kommt die Optik, da verlieben wir uns. Aber definitiv haben wir uns schon vorher verliebt. Du kriegst immer einen Partner, Mann oder Frau, mit dem, was du willst und deinen tieferen Eigenschaften. Deswegen, meistens rufen mich Frauen an und sagen, ich brauche einen neuen Typ oder der Partner passt nicht, wie kriege ich jetzt einen Partner? Dann sage ich ihr ein Ritual fürs Gehirn und dann stellt man sich das so zusammen. Ich sage auch dazu immer auf echte Weise stark. Das heißt, die Eigenschaften, die du willst, und das formulierst du und das Gehirn hört mit. Spätestens nach 3 Wochen sind im Gehirn Synapsen gebildet und ziehst du aus einer Vielzahl von Angeboten immer mehr raus, bis derjenige da ist oder diejenige da, wo es passt. Deswegen so One-Night-Stands sind schön, aber lange Liebe geht anders. Ja, ist ja auch toll, wenn man ein Leben lang Menschen treu bleiben kann. Aber ich glaube, es kommt auch immer auf seinen eigenen Charakter an. Der eine schafft es, der andere nicht. Aber es gibt Astrologen, die sagen auch, es geht eine gewisse Zeit, dann ist es vorgesehen, dass du einfach wechselst. Ja, Lebensabschnittsgefährten, glaube ich. Das ist da auswahrscheinlich auch entstanden, ja. Oder? Ja. Welche große Erfindung möchtest du noch zu deinen Lebzeiten verwirklicht sehen? Oh, das ist eine gute Frage. Dass wir das, was das Gehirn und Herz kann, so einfach rüberkommt, dass es alle Menschen nutzen. Dann ist das Leben viel, viel leichter. Ich möchte etwas haben, dass wir leicht leben und nicht nur über Schwierigkeiten reden. Ein kleiner Zaubertrank, ja? Ja. Meine Sendung heute Abend soll dazu beitragen. Was wäre das Schlimmste, was dir je passieren könnte? Dass es meinen Kindern sehr schlecht geht. Wie kann der Mensch sich wieder mit der Natur in Einklang bringen? Indem er sich darauf einschwingt, indem er gut mit sich ist. Nicht oberflächlich. Jeden Morgen mit sich sprechen und abends. 30 Minuten sage ich jedem Manager, hinlegen, Ruhe und fragen, was habe ich heute zu wissen? Das ist Natur pur. Mhm. Auch eine schöne Frage. Was war die schönste Begegnung deines Lebens? Begegnung? Oh, da gab es einige. Meine Partnerinnen. Jede für sich. Und natürlich die Geburt meiner Kinder. Wie viele Kinder hast du? 3. 3. Und in welchem Alter sind die? 2 Jungs, 1 Mädchen. 3. 18 Grad geworden, die jüngste. 25 und 28. Also gerade 18 geworden, also nicht 3, du hast jetzt drei Kinder, aber kein Dreijähriger geworden. Jetzt im März, okay, ja. Jetzt habe ich es verstanden. 25 und 28. Was sind die Kriterien für weibliche Schönheit für dich? Boah. Charisma. Hier sind nur Frauen im Studio, ne? Du weißt das, Christian. Ja, klar. Nee, Charisma. Wenig Schminke, gute Körpersprache. Das sagen die Männer immer, oder? Jetzt mal ganz im Ernst, Johannes. Wenig Schminke, ich mag dich lieber natürlich. Und als ich letzte Woche mal Frau Schöneberger gezeigt habe, in ihrer neuen Zeitung, ist sie vorne ungeschminkt drauf. Und das Titelblatt danach ist geschminkt und alle Männer mussten dann doch zugeben, wenn sie es attraktiver fanden, war es doch die geschminkte Schöneberger. Aber nur ganz kurz, das ist wie ein Highlight auf Dauer. Mehr ungeschminkt, weniger ist mehr. Schöne Haare, ich liebe lange Haare übrigens. Ich liebe das leichte Kleider. Ja. Ach, du magst lange Haare, ja? Ja, was ein Zufall, gell? Hm.
welche Superkräfte hättest du gerne? Was ich denke, ziehe ich sofort an. Ich ziehe schon viel an mit dem, was ich denke, aber alles, was ich genau will, denken und da sein. Da also ich auch Gedanken dran. Lenken sozusagen ja, als Superkraft. Das machen sie ja? Aber noch schneller darf es sein. Okay. War eine gute Frage. Danke. Ja. Und abschließend noch die Frage, welche idiotische Frage bekommst du am häufigsten gestellt? Gibt's nicht. Doch, bei mir stellt keiner, nein. An dir wahrscheinlich nicht. Nee. Also mir wurden im Leben schon so viele idiotische Fragen gestellt, nee. Muss man wirklich sagen. Bei mir haben die Angst, wenn ich anfange, vor Jahren haben die tierisch Angst, wenn ich sage, oh, was jemand denkt oder was er fühlt und sagt, woher wissen Sie das? Ja, aber du guckst doch jetzt die ganze Zeit in mein Gehirn und weißt, was ich gucke das Gesicht, jetzt. Das langt doch schon. Die ganze Körpersprache, der Gott, Ausdruck. Jetzt macht er mir plötzlich Angst, oder? Jetzt denke ich, nein, sie interessante Frau, Dinge. Schön. Ja, aber du bist anderes übrig gerade, Christian, noch bis 15 Uhr. Ich bin ehrlich, absolut, hier. Ja. Ah, wir machen ein kurzes Päuschen danach. Lassen wir uns noch mal verzaubern, wir beide. Von okay, super, ja. Die sieht geschminkt, aber ich glaube, die sieht auch ungeschminkt gut aus. Ich habe sie im Fernsehen gesehen, totale Ausstrahlung, wow. Absolut. Ja. Echt. Aber ihr beide seid top. Ah, jetzt reicht es ja, aber echt. Hier. Eine Stunde. Wir gehen so nach Hause, oder? Mira Schenk. Hier, damit wir noch ein bisschen mehr Komplimente gleich bekommen. Und das werde ich heute Abend zeigen. Charisma. Na, was ist denn? Hallo und herzlich willkommen. Jeder Moment unseres Lebens zeigt uns eine Vielfalt an Möglichkeiten, die darauf warten, entdeckt und von uns genutzt zu werden. Es ist meine Berufung, Menschen zu unterstützen und sie vom Problem zur Lösung zu führen. Möchten auch Sie mehr Klarheit, Leichtigkeit, Glück, Kraft, Freiheit und Lebensfreude in Ihrem Leben erlangen? Ich bin sehr gerne für Sie da und freue mich auf unser gemeinsames Gespräch. Tschüss, bis bald, Ihre Mira Schenk. Karten, finde ich, gehören auch immer so ein bisschen zur Zauberei. Ja, tatsächlich. Ich habe mich am Anfang schwer getan. Ich dachte, mit Karten möchte ich nicht zaubern, aber Karten bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten. Karten sind ja magisch. Ich meine, du bist hier bei einem spirituellen Sender, bei Astro TV, da werden ja wirklich auch die Karten genommen. Ja. Wo ich immer sage, ja, auch diese Karten, auch das, was Beratungen anbelangt, man setzt die Karten spielerisch ja trotzdem ein und trotzdem ist eine Aussage dahinter. Bei euch ist natürlich eine andere Aussage dahinter, nämlich ihr verblüfft uns damit. Ja, ich hatte mich vorhin mit Christian unterhalten und wir hatten, oder nee, mit der Maske hatte ich mich unterhalten. Wie ist war gar nicht Christian. War gar nicht Christian. Hatte nur auch langes Haar. wie denn eigentlich hier sozusagen der Weg der Zauberer entstanden ist. Und es war tatsächlich so, dass eben auch, es ist aus der Religion entstanden. Also sprich, die Orakel oder die haben dann natürlich auch mit Tricks teilweise gearbeitet, dass Blut rauskommt oder dass irgendjemand weint oder Türen auf und zugehen. Und aus diesem Bereich hat sich dann immer mehr natürlich auch die Trickmagie herausgebildet. Ja. Genau, aber genau, Karten habe ich dabei. Alle möglichen, du siehst, die sind gemischt. Soll ich sie nochmal mischen oder vertraust du mir? Ich vertraue dir, also nein, ich vertraue dir natürlich nicht, aber es ist, glaube ich, total egal, ob du sie jetzt nochmal mischt oder nicht. Ja? Ja, ich glaube, es ist egal, oder? Ja. Ja, ist es, ja? Also ja, wahrscheinlich, weil irgendwas wirst du ja trotzdem daraus machen, ob du sie dann gemischt hast oder nicht. Ja, aber tatsächlich, du kommst auch noch ins Spiel, denn deine Aufgabe ist es jetzt, die Hälfte des Kartenspiels abzuheben und daneben zu legen. Okay. Kann ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein. Es ist so circa die Hälfte. Ja, genau. Und ich markiere die Stelle und ich möchte nämlich jetzt eine Vorhersage machen. Also nicht keine astrologische Vorhersage, sondern eine Vorhersage, welche Karte du jetzt hier gleich ziehen wirst. Und ich habe hier einen Block dabei. Und da zeichne ich doch jetzt einfach mal eine Karte auf. Ja? Mhm. Leer. Und der Joker ist ja allgemein immer sozusagen die Karte, die für alles zählt. Ne? Also das ist deswegen, ich setze hier auch einfach mal den Joker ein. Okay. Okay. So, und nun? Du bekommst jetzt die Klammer. Das ist sozusagen unser Notar. Und dann machen wir das so. Den legen wir hin. Könntest du mal hier das klammern? Genau, wir klammern es so. Dann könntest die Zuschauer jetzt alle sehen, ne? Mhm. Genau, so. Jetzt natürlich hast du hier abgehoben und die Frage ist, möchtest du jetzt die obere oder die untere Karte haben? Ach so. Genau. Ich nehme die, weil die so schräg liegt. Ja, dann nimm du diese. Zeige ich dir aber nicht, nee, oder? Besser nicht. Okay. Ja, zeig sie dem Publikum. Wo ist das Publikum?
Du musst weggucken, genau. Ich guck weg, ja, ja. Sehr, sehr. Und die Zuschauer sagen mir auch nicht, dass es jetzt eine schwarze Karte ist, okay? Das spüre ich schon so intuitiv. Dass es eine schwarze Karte ist? Ja, genau. Dann haben Sie alle gesehen? Jetzt bin ich aber gespannt. Ja. Genau, du musst jetzt die Karte dir bildlich vorstellen. Hast du sie sozusagen vor deinem geistigen ja, Auge? Ja, total. Ja, so richtig. Ja, 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 ist fast wie der Löffel. Genau, und jetzt projizier doch mal hier die Karte eben hier drauf. Okay. Ja? Mhm. Ist sie dort angekommen? Was meinst du? Ja. Ja? Mhm. Dann nimm doch mal hier das. Ja? Und nimm doch mal. Und dann schau mal nach, ob sich. Oh, Gott sei Dank. Ist es aber jetzt keine schwarze Karte gewesen, oder? Nee, aber du hast mich total verunsichert. Ich dachte jetzt gerade, oh Gott, es hat irgendwas nicht geklappt, weil ich habe jetzt gedacht. Ja, hast du gut visualisiert. Ja, ja, ich habe extra dann nochmal, hatte aber auf der anderen Seite noch eine schwarze Karte, weil du mir in den Kopf plötzlich schwarz suggeriert hast. Aber ich habe mich dann echt dolle angestrengt, um die drei Herz hier in irgendeiner Form aufs Papier genau. zu kriegen. Mhm. Wir zaubern noch weiter? Ja, sehr, sehr ja? gerne. Du. Also, die legen wir mal hier hin. Und weil meine Karten, wenn ich jetzt die hier in die Mitte reinschiebe, möchte ich jetzt aus dem ganzen Kartenspiel wiederfinden. Kannst du mir mal deine flache Hand geben? So, hast du schon mal ein Pferd gefüttert? Nein. Ja, schon, aber... Ein Hund? Ja, ja. Dann stell dir vor, der Hund wäre jetzt ein Pferd. Genau, wir brauchen nämlich eine flache Hand. Und dann lege ich dir hier das Kartenspiel drauf. Du legst die andere Hand oben drüber. Okay? So, feste zu. Und ich versuche jetzt, hier raus die Karte wieder zu finden. Okay, also deine Herz 3, ja? Okay. Also ich muss einmal dazwischen greifen und graben. Achtung. Ich zeige es dem Publikum. Oh. Da ist der Joker eingemischt. Stellvertretend. Okay, einmal ist keiner, wir sind unter uns. Okay, ich probiere es nochmal. Achtung. Oh, ich bin sehr aufgeregt. Ich hoffe. Das wird sie schon sein. Sag ich doch. Ich habe da Vertrauen zu dir. Ich habe das jetzt auch so. Genau. Ich habe ja mitgespielt, ja, und habe mir gut. auch wirklich die Gedanken gemacht. Und Andrea, du musst mir jetzt auch vertrauen, weil ich lasse nämlich jetzt das gesamte Kartenspiel zum Abschluss in deinen Händen verschwinden, okay? Okay. Eins, zwei, drei. Aber es ist ja noch da. Ich öffne mal die Hände. Ach krass. Guck mal, ich habe auch ganz schwitzige Hände vor Aufregung. Krass. Hä? Stark. Also so manchmal denkt man, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, ne? So manchmal denkt man sich, ja, also das hier mit der 3 und so, das hätte mich jetzt enttäuscht, wenn es nicht geklappt hätte oder so. Also ich war kurz wirklich verunsichert und dachte, zack, sind eine schwarze Karte. Aber das ist natürlich jetzt hier schon wieder... Das ist eine Hausnummer. Eine Hausnummer, oder? Ja, ja. Gut, das freut mich, ja. Doch. Aber ist das das, was Zauberei auch so ein bisschen was Besonderes macht? Nämlich, dass man in irgendeiner Form sagt, es ist so beides. Man geht natürlich davon aus, dass du es kannst, also dass da sowas passiert. Aber dann kommt am Schluss dann doch noch mal so ein kleiner Clou, einfach, oder? Das macht Spaß. Das macht genau, das ist der Punkt, mit den Menschen einfach zu zaubern, sie zu verblüffen und zum Schluss dann einfach sozusagen auch die Letzten, die nicht bezaubert werden wollen, dann so der Icebreaker und dann hat man sie. Und das, tatsächlich, ich komme ganz häufig als sie. Und verlasse die Runde als du. Das geht ganz schnell, kommt man da ganz nah dran an den Menschen. Und das ist wirklich hier ein ganz toller Kampf. Also es ist wirklich... Das glaube ich. Da seid ihr euch ein bisschen ähnlich, oder? Christian und du. Wenn heute Abend die Ersten anrufen und vielleicht noch sie sagen, dann werden sie am Schluss wahrscheinlich auch ganz du zu du dir sagen. Ja, das geht. Damit man einfach wirklich auch einen guten Kontakt hat. Ich komme gleich nochmal. Ich habe gesehen, du hast Helium dabei. Ja. Du willst mir aber jetzt nicht sagen, dass du meine Stimme in irgendeiner Form verzaubern willst. Könnten wir auch machen. Hallo. Machen wir ein bisschen anders. Aber jetzt machen wir erst noch mal ein kurzes Päuschen. Nicola, Alexandra von Lajan stellt sich noch mal kurz vor und dann... noch mal ein bisschen mit dem Herrn Scheurer geredet. Ja, ich mich auch. Hörst du den Ruf deiner Seele? Nach deinem ganzen Glück und deiner ganzen Lebenskraft? Ich nehme deine Hand und begleite dich auf deinem Weg in dein ganzes Seelenpotenzial und die Berufung deines Herzens. Bist du schon auf der spirituellen Reise zu dir? Komm, ich nehme dich mit. Denn deine Zeit ist jetzt. Quant
Quantum Platinum Energy, das Energiesystem der neuen Bewusstseinsebenen. Gechannelt von Nicola Alexandra von Lajan. Eine Plasmaenergie aus der Zeit der Entstehung der Erde bringt Sie und Ihr Leben in Glück, Harmonie, Freude, Erfolg, private glückliche Beziehungen und Wohlbefinden auf allen Ebenen. Quantum Platinum Energy, der Durchbruch in der Energiearbeit. Nicola Alexandra von Lajan begrüßt Sie zu Level 1 und 2. Als Einsteigerseminar jetzt auch in München, Frankfurt, Gießen, Köln, Stuttgart, Konstanz und Altensteig. Kommen Sie mit auf den Weg in Ihr Glück, denn Ihre Zeit ist jetzt. Hat dir der Zündstoff Spaß gemacht, Christian? Super, ja. Sollen wir noch mal zwei, drei Fragen daraus lesen? Ja, auf jeden Fall. Ich mache das immer ganz gerne, weil dass ihr spirituell seid, ich glaube, das müssen wir unseren Zuschauern ja nicht erklären. Deswegen sitzt ihr hier, deswegen hast du heute Abend auch eine Sendung bekommen, wo man weiß, man kann sich drauf verlassen. Aber ich glaube, das Schöne ist, dass man trotzdem mal so ein bisschen hinter die Kulissen dann auch blicken kann, um euch einfach auch auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Bloß meine Antwort ist nicht so, wie du es vielleicht willst, ne? Du. No? Ich mag jede Antwort, die du mir gibst. Ja, ja, das ist schön. Das ist ja deine Antwort. Okay, da freue ich mich jetzt auf die Fragen. Die ist auch, also vielleicht suche ich dir auch die falschen Fragen aus, aber zum Beispiel, was würde dich am meisten nerven, wenn du unsterblich wärst? Ich finde, das ist irgendwie eine spannende Frage. Ich wüsste, was mich am meisten nervt. Ich frage Johanna auch gleich. Keine Ruhe mehr zu haben, ständig wirst angerufen und muss man sprechen, musst du da sein für jemand. Nerven ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber was würde dich nerven? Ich finde es ganz spannend. Also natürlich, ich dachte, wenn ich unsterblich wäre, könnte ich hier unzählige Berufe lernen. Das fände ich, glaube ich, super spannend, weil ich dachte mir, mein Leben ist so kurz, ich kann gar nicht so viel lernen, wie ich lernen möchte. Was mich wirklich stören würde, wäre natürlich, dass alle um mich herum altern und sterben. Genau, das ist natürlich auch mein Punkt gewesen. Das würde mich auch total nerven. Also nerven ist so ein falscher Begriff, aber... Man lebt seine Urenkel. Ja, was willst du? Also muss jedes Mal wieder auf die... Du lernst wahrscheinlich immer wieder... Und die Frage ist, wie alt ist man bei dieser Unsterblichkeit? Stimmt, also bin ich dann stetig 80 oder... Das ist interessant. Ich frage nie jemand, wie alt er ist. Ich frage immer, wie jung er ist. Die Körperzellen hören mit. Das ist interessant. Ich frage immer, wie jung und nie wie alt. Die Menschen werden alt, wenn sie nach Alter gefragt werden. Absolut. Ja. Aber ich umgebe mich, Gott sei Dank, immer mit wahnsinnig vielen jungen Menschen, denn das hat man mir auch mal gesagt, das hält jung. Ja. Aber ich habe wieder was gelernt heute, Gott sei Dank. Jeden Tag eine Lernaufgabe, auch für mich. Nicht mehr nach dem Alter, sondern nach der Jugend fragen. Ja. Ja, da wirst du noch attraktiver mit der Zeit. Jetzt hör mal auf, aber vielleicht wundern sich dann die Zuschauer, warum ich Ende des Jahres jünger aussehe, dann liegt das natürlich daran. Als was wirst du eines Tages wiedergeboren? Es ist lustig, dass auch in Zündstoff, also keinem spirituellen Spiel, aber doch solche Fragen enthalten sind. Als was will ich? Rockmusiker. Ja. Ausgebildeter Kirchenmusiker, muss man dazu sagen, unser Christian Scheurer, möchte aber dann, warum hast du das aber nicht im Warnleben jetzt gemacht? Also wenn du sagst, du wärst gerne Rockmusiker. Ich war früher ein ganz anderer Ruhiger. Ich bin erst so später geworden, so lebenslustig. Aber Rock, ich liebe Rock. Das habe ich als junger Mensch schon gehabt. Ich kann wirklich nachts die Musik aufdrehen, auf 100. Ich liebe das, da kann ich abschalten ohne Ende. Ich lebe das ja. Naja, aber es ist ja noch nicht zu spät, muss man auch sagen. Bist du ja noch jung. Ja, und ich werde ja 100. Hab ich schon gelernt. Ich werde über 100. Da habe ich noch genug Zeit. Ja, das Opa auf der Bühne. Wüsstest du, als was du gerne wiedergeboren werden würdest? Also ich glaube, als Frau definitiv fände ich spannend, aber auch mal als Mann wiedergeboren zu werden, da kommen ja dann ganz viele neue Möglichkeiten. Das fände ich, glaube ich, spannend. Aber man weiß ja nicht, dass es plötzlich was anderes ist. Ja, aber ich wusste jetzt auch nicht, dass ich geboren werde als Zauberin bzw. als Landschaftsarchitektin. Also das finde ich, man kann auch nicht sagen, ich möchte das und das werden, weil heutzutage ist es ja nicht so, dass man 40 Jahre einen Beruf ausübt, sondern man wechselt die ja ständig. Also Christian, du hast definitiv noch die Möglichkeit, Rockstar zu werden. Guck hier die. Absolut. Die Rolling Stones an. Ja. Die lassen wir für sich. Ja, das ist eine Nummer für sich, ja. Noch eine Frage. Ja, aber da kann ich nicht eine einzige kann ich hier stellen. Also das ist auch, auch ein Spiel, das sollte man erst ab 22 Uhr, also könntest du es heute Abend mit in die Sendung nehmen. 23 Uhr übrigens, Kompass, die neue Sendung mit Christian Scheurer. Auch eine schöne Frage. Was in diesem Raum ist besonders hässlich? Das finde ich eine super Frage. Was in diesem Raum ist besonders hässlich?
Hier ist alles top. Hässlich. Dass die Stühle, wo man es jetzt sieht, so alles zusammengedrängt ist, aber hässlich ist es nicht. Ist hier toll? Ist das schön? Nee, hier gibt es gar nichts Hässliches. Nee, was habt ihr gerade? Habt ihr gezeigt, was ihr besonders hässlich fand? Da war doch eine Leiter irgendwo gestanden. Nein. Gibt es irgendwas, wir Frauen haben ja da einen besseren Blick für, gibt es irgendwas, was hier besonders hässlich ist? Hässlich und besonders? Nein. Ich würde sagen, die Plastikblumen, aber echte Blumen würden ja wahrscheinlich nicht lange überleben. Nee, insofern doch, ich gehören die einfach dazu. Plastikblumen mögen auch unsere Zuschauer nicht besonders gerne. Doch, da oben. Dieser Kronleuchter, der ist nicht unbedingt attraktiv. Den Kronleuchter findest du hässlich? Siehst du? Der ist nicht unbedingt, ja, der fällt. Aber spannend wäre ja die Frage, ob hier ist er, Ben rum, weiter, noch ein Stückchen. Nein, noch ein Stückchen. Da ist er. Der ist doch nicht der hässlich. Naja, also da braucht man schon Auge, die ein bisschen verwaschen sind. Ja, aber aus deiner Feng Shui-Erfahrung heraus, würdest du was verändern? Ja. Den Kronleuchter abhängen. Absolut, da würde ich was anderes dran machen, ja. Aber das ist ja heute mein Deal. Aber dafür sehr gemütlich. Jetzt tut er mir da, ein bisschen leid. Da, wo du stehst, ist es toll. Und so wie sie sitzt, ist es auch super. Ja, ist so. Aber die Nummer, die passt nicht unbedingt. Freuen Sie sich, heute Abend um 23 Uhr, Uhr geht's los mit Christian Scheurer. Ein neues Format, Kompass nennt es sich. Ich glaube, dass du sehr viel Spaß haben wirst, aber auch unsere Zuschauer werden mit dir sehr, sehr viel Spaß haben. Aber nicht nur das, sondern sie werden auch viel lernen. Ja. Ich bin mir sicher, wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen, mein lieben Christian. Mein lieber Christian, freue mich natürlich. Mhm. Aber du kannst dich noch ein bisschen weiter verzaubern lassen. Mhm. Die Johanna verzaubert dich ja nicht nur wegen den Tricks, was ich so mitbekommen mit ihren habe. Schönen Augen, ja. Sie können auch sich ein bisschen mit Magie beschäftigen, denn heute gibt es ein magisches Buch für Sie zu gewinnen. Wie immer natürlich auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, damit wir Sie im Gewinnfall dann auch anrufen können. Ja, dann drücken wir die Daumen. Wollen wir die Telefonnummer noch mal zeigen? Ja, wir wollen nämlich heute wissen, Aerobic-Übungen oder Zaubertricks, womit beeindruckt Johanna denn das Publikum? Die altbekannten Telefonnummern aus Deutschland, aus Österreich und der Schweiz können Sie mitmachen. Wir drücken die Daumen. Und ich bin jetzt gespannt, mit welchem Zaubertrick Johanna mich jetzt begeistern wird. Ein Ballon. Ja, ich nehme ihn noch ein bisschen runter, dann sieht man ihn auch mehr. Das ist ein Ballon und an diesem Ballon kann man wunderbar verschiedene Geschichten erzählen. Also ja, ich fange einfach mal an, weil man könnte zum Beispiel sagen, dass es der Ballon hängt an dem Faden des Lebens. Ja? Mhm. Und wir haben ja eben auch schon gesprochen über Wiedergeburt. Und wenn ich das jetzt hier, ich gebe dir sozusagen mal das erste Stück hier des Lebens, sozusagen die Jugend. Okay. Ja. Und viele Menschen denken ja auch immer, die Jugend oder die Kindheit wäre genauso lang wie der Rest des Lebens. Die haben das Gefühl. Dann kommt natürlich so das mittlere Alter, in dem wir uns befinden und auch noch lange befinden werden. Schön. Also wir sind gerade aus nach der Jugend Kindheit ja, und Jugend, also bis zum 20. Ja, genau. So, dann kommt irgendwann das Alter, wo man dann einfach schon Erfahrung hat und Reife hat und ja, wo man einfach auch schon auf einige Sachen zurückblicken kann, ne? Wie zum Beispiel vielleicht Kinder oder und zum Schluss natürlich dann das Alter, in dem man von Erfahrungen zehrt und ja, vielleicht auf die Enkel auch zurückschaut. Und könntest du jetzt mal diese verschiedenen Lebensabschnitte so zu einem Knäuel zusammen? So, ja, genau, so richtig, alles wieder so wieder einen Lebensknäuel machen, genau, alle zusammen. Also wie so ein Wollknäuel. Genau, wie so ein Knäuel, also so, ja? Zusammen knuddeln. Knuddeln. Ja, oder wurschteln. Welche Begriffe gibt es denn noch? Knuddeln, ja? Knuddeln habe ich verstanden. Knäulen. Kneten. Knäulen ist natürlich der am besten passt, weil es wird ein Knäuel draus, aber Knäulen gibt es nicht. Ab heute, wir müssen sofort einen Wikipedia-Eintrag eröffnen. Knäulen, was oder? Ist Knäulen? Genau. Und jetzt gebe ich noch eine magische Zutat hinzu, nämlich zertifizierte Zauberspucke. Ja? Und wenn ich das jetzt hier wieder dran mache, dran knäule, genau, dann können wir nämlich hier, Achtung, ist das hier wieder dran. Und jetzt, wenn ich an dem Lebensfaden ziehe, wird er wieder ganz lang. Stark. Ja, weil ein Leben besteht eben nicht nur aus Jugend und
den verschiedenen Lebensabschnitten, das gehört alles zusammen. Das passt eigentlich auch gut hier zu dem Thema, ne? Ja, auch gut gemacht, Johanna. Sehr schön. Sind es die Kinder, die manchmal schwieriger zum Beispiel wirklich auch, weil die genauer hingucken, die manchmal, ja, manchmal hat man das Gefühl, dass Kinder wirklich schwerer so an der Nase herumgeführt werden als sie wir. Sie sind genauer. Also die Erwachsenen sind tatsächlich zurückhaltender, dann denken sie, ja, das weiß ich, wie es geht, aber ich bin natürlich höflich genug und sage es nicht. Und, aber ich habe auch tatsächlich bei Kindergeburtstagen ganz häufig, ich weiß, wie es funktioniert und die liegen auch gar nicht so weit daneben. Und dann sage ich, toll, behalte es für dich. Es ist einfach Zauberkunst. Und Aber ist es so, also ist es, weil das ist ja wirklich diese Zauberei, die wirklich ja so Spaß bringt, wo man wirklich dabei ist im Vergleich zu, ich sag jetzt mal, unseren Vegas-Zauberern, die man natürlich auch so kennt, David Copperfield, Siegfried und Roy, wo Glanz, Glamour, wo Tiere, wo alles eine ganz große Rolle spielt, ist man natürlich auch begeistert. Gibt es da den Drang auch zu sagen, ich muss das auch irgendwann mal erreichen? Oder ist es auch diese klassische Zauberei, die begeistert? Nee, also natürlich hab ich als Zauberin auch Ehrgeiz, sozusagen auch Karriere zu machen und da auch weiter emporzusteigen. Wobei Las Vegas, das ist nicht mein Ziel. Also das ist es definitiv nicht. Aber und in Deutschland oder die großen Hallen zu füllen. Genau, zum Beispiel. Oder was auch eine ganz tolle Zauberei, Zauberkunst ist, ist auf Schiffen zu zaubern. Mhm. Das ist sozusagen, dann fährt man 2-3 Wochen mit und zaubert an einigen Abenden und Denkst du dir auch Zaubertricks selber aus? Also spielt das auch eine Rolle, dass man eben selber in diese Welt der Illusion eintaucht und überlegt, was kann ich mir einfallen lassen? Also es gibt sozusagen verschiedene Prinzipien und auf Grundlage dieser Prinzipien entwickle ich einfach meine Kunststücke, weil das A und O ist natürlich auch die Technik, aber es ist einfach die Geschichte drumherum. Mhm. Also das macht einfach ganz viel aus. Was möchte ich jetzt verwirklichen? Wir haben zum Beispiel neulich eine Nummer mit Seifenblasen gemacht, mit einer Kollegin von mir, mit Kontaktjonglage. Da haben wir sozusagen Seifenblasen auf der Luft gegriffen und hier danach dann Kontaktjonglage damit gemacht. Das war auch ganz toll. Und zum Schluss haben wir sie dann wieder zerplatzen lassen. Und mit Zauberei kann man alles umsetzen, wenn man genügend Fantasie hat und genügend Hintergrundwissen. Aber es gibt natürlich ganz viele Zauberforen auch, und das ist auch das Tolle an der Zauberei, dass die Zauberer unter sich sich auch gegenseitig helfen. Das hat man in wenigen Berufsgruppen. Und darf ich jetzt meine Stimme verzaubern? Ich habe das, glaube ich, nur einmal auf einer Hochzeit gemacht und Helium eingenommen. Wenn wir das jetzt aufkriegen, ja, also. Habt ihr irgendwo eine Schere? Oder reinbeißen? Ich muss das einmal hier, und damit möchte ich mich dann auch. Ja, Christian kann gerne dazukommen. Ja, probier mal mit dem Stift. Komm, trau dich hin. Ja, du musst es mehr. Ob das dann schon reicht, man weiß es nicht. Werden hinterher die Zauberrequisiten ausgenuckelt. Aber ich muss das einmal probieren. Kennt ihr? So, jetzt wollen wir doch mal gucken, was der Spruch des Tages uns noch so zu sagen hat. Ich mache wirklich nichts. Wirklich, das ist so. Der Spruch des Tages, bitteschön. Ich glaube, ich brauche noch mal eine kleine Prise. Wirklicher Zauber geht verloren, wenn du versuchst, ihn einzufangen. Das hat die Helga Schäferling gesagt. Na, das macht doch Spaß, oder? Ich hatte das mal überlegt, wirklich, es gibt ja nichts Lustigeres. Es wird langsam wieder normal, oder? Ja, ja. Ja? Naja, es geht so, oder? So 2-3 Tage. Ja. Auf eine Geburtstagsfeier wirklich so eine Flasche Helium mitzunehmen und dann einfach so ein bisschen Blödsinn zu machen. Ja, ja. Meine Kinder haben auch Spaß dran gehabt an der Heliumflasche. Jetzt ist es, das war zu wenig. Aufgebraucht. Das war zu wenig. Aber kleiner Party-Gag, wirklich. Kleiner Party-Tipp für Sie. Heute Abend noch einmal den Hinweis, Christian Scheurer, den können Sie bei Kompass erleben. Neue Sendung hier bei Astro TV, 23 Uhr geht's los. Verpassen Sie es nicht. Und von dir kriegt man die Informationen auch übers Internet. Also bei uns im Internet vorbeigucken. Und dann wissen Sie, wie Sie zum Beispiel auch an Johanna rankommen und sich verzaubern lassen können. In diesem Sinne, haben Sie einen wunderbaren Donnerstag. Und wir freuen uns auf morgen. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.